Also der Moses, ich muss sagen, der hat mich jetzt nochmal wirklich sehr überzeugt, als ich ihn letztens nochmal besser inspiziert hatte, weil wir hatten zuerst ein 5-Elektroden-Gerät bei der ersten Lieferung. Und das 7-Elektroden-Gerät kommt wirklich an den ran, kann man sagen, also auch an den. Also ist wirklich sehr, sehr stark. Andere Geräte, die 5 oder 7 Elektroden Geräte haben, 7 Elektroden haben in der Wasserzelle, die kommen an denen nicht ran. Der Vorteil des AquaVolta Moses, er hat die bewährte Flussumkehrtechnik schon seit bestimmt einem Jahrzehnt, haben die diese Flussumkehrtechnik in ihren Wasserionisierern, die Firma Ionia oder Ionquell. Hier der obere ist sozusagen ein Vorgänger-Ionisierer vom selben Hersteller, ohne Durchflussregler. Aber er hat wirklich so alles, was man sich so wünschen kann, und er hat ein Filter, sprich, deswegen ist er, wie man merkt, zu den 2-Filter-Geräten nicht so breit. Das heißt, ideal für die Leute, die nicht so viel Platz in der Küche haben. Und sehr gut ist er, wenn sie den gerade am Wasserhahn installieren und installiert lassen wollen, für später auch. Weil dann haben sie den immer, den On-Off-Drehregler hier halb offen, haben einmalig den Durchfluss eingestellt. Ich gehe mal aus, so typischerweise 1,8 Liter pro Minute bis 2,2, je nachdem wie kalkhaltig ihr Wasser ist. Und Wasser rein über den Wasserhahn, er startet, Wasserstopp, er stoppt. Wasser rein, Wasserstopp, er stoppt. So wie bei dem AquaVolta Basic. Und sonst optisch kann ich nur sagen, sehr, sehr schönes Gerät. Da hatte ich damals dem Hersteller auch gesagt, lasst euch mal ein bisschen inspirieren an der Optik des AquaVolta ES Genesis. Und das haben die tatsächlich gemacht. Silbernes Gerät, sehr, sehr schön, sehr, sehr hochwertig alles. Das schönste Gerät von dem Hersteller, auch wenn sein Traktorgerät da eben, ja, er ist halt groß und der macht schon ein bisschen so edleren Design, sag ich mal, und ist nicht so riesig groß in der Küche. Das heißt, der Volksionisierer auf jeden Fall und schlägt alle typischen anderen marktüblichen Wasserionisierer inklusive Kangen, Aquion, Tyent, Alkabest und da gibt es dann noch ein paar neue Leute, schlägt der haushoch fast schon, würde ich sagen. An dem kommt er ran, aber die können natürlich ein bisschen stärker, weil die ja 9 Elektroden haben. Das heißt, die EOS-Geräte sind noch ein bisschen stärker. Die Frage ist, brauchen sie das wirklich? Das heißt, dieses Gerät kann ich Ihnen sehr, sehr wärmstens empfehlen. Ja, Durchflussanzeige im Display, Filterlaufzeit wird auch in Liter angezeigt und Sie können fest installieren und aber auch am Wasserhahn installieren und besonders sympathisch mit dem Drehregler vorne dran bedienen. Somit kann ich sagen, jetzt haben Sie alle verschiedenen Wasserionisierer, die ich am meisten hier bevorziehe, kennengelernt. Und ich persönlich, wie gesagt, ich würde, wenn ich einen auswählen dürfte, und ich kann mir einen auswählen, aber ich tue es nicht immer, weil ich teste dann immer neue Wasserionisierer. Aktuell teste ich zum Beispiel dessen großen Bruder, wo ich auch erstaunt bin, schaut ähnlich aus wie der, KYK Genesis, schon Monate, und schaue das Verkalkungsverhalten an. Auf jeden Fall, ich persönlich würde, wenn ich einen Wasserionisierer dann auswählen würde, würde ich den nehmen. Der wäre ein bisschen groß, deswegen würde ich ihn an der Küche hochhängen so ein bisschen. Dann würde ich da den täglich auf der Stufe pH 11 nutzen. Weil, also kurz bevor es anfängt, ganz komisch zu schmecken, das ist der pH-Wert 10,5, das ist mein persönlich angenehmster pH-Wert. Ab pH 9,5 fängt es für mich erst an, dass ich so das Wasser so richtig spüre. Und ansonsten, wenn ich Mitbewohner hätte, die dann sagen so, ja, nee, mir ist das Gerät zu groß, dann würde ich den aussuchen und den würde ich auch meinen Eltern empfehlen. Weil, schönes kleines Gerät, keiner braucht 2 Filter in Deutschland, außer sie haben wirklich verschmutztes Wasser. Serviço de alto-falante, morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço. Pra falar de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira.